Hallo, ihr Zauberschön, und schon gibt's wieder Neuheiten, denn wir haben Freitag. Ich habe jetzt schon öfter gesagt, das ist wie so ein Fingerschnippen und die Woche ist wieder rum. Also die Zeit vergeht wirklich wie im Flug, das ist Wahnsinn. Für mich natürlich klasse. Ich kann euch immer wieder was Schönes Neues zeigen und mit euch zusammen basteln. Das ist natürlich klasse. Ich habe für euch Stempelchen, Stanzen, ein Bundle und Designerpapier. Die Stanzen probiere ich dann gleich mit euch aus. Es sind zwei Stück und darunter ist eine Verpackung. Ist zwar nicht schwer zusammenzusetzen, aber ich bin selber gespannt, wie diese aussieht. Man kann sie es ungefähr vorstellen, aber ihr wisst, Stanze ist immer was anderes, als wenn man es dann wirklich sieht und dann auch sehen kann, wie viel reinpasst. Okay, ich würde mal anfangen mit den Stempelchen. Zum einen haben wir ein schönes Sprücheset. Hier haben wir 100% Weihnachten. Entspann dich, iss, trink, genieß die Zeit und sei glücklich. Das ist ein sehr schöner Wunsch. Weihnachten ist, wenn die besten Geschenke am Tisch sitzen und nicht unterm Baum liegen. 100%. Santa Claus is coming to town. Frohes Fest. Du stehst auf meiner Wunschliste. Dann hier auch nochmal frohes Fest in Punkten geschrieben. Das fand ich so niedlich, da musste ich wirklich lachen. Das ist zum Ankreuzen. Warst du denn auch artig? Natürlich. Ich glaube schon. Ich verstehe die Frage nicht. Dann kaufe ich es mir halt selber. Ich fand das irgendwie so niedlich. Und dann habt ihr hier unten noch eine schöne Geschenkerei und hier solche Sterne. Finde ich wirklich klasse, das Set. Fällt mir wirklich sehr gut. Nennt sich Du stehst auf meiner Wunschliste. Ihr findet aber alles in den Neuheiten. Den Link habt ihr wieder unten in der Infobox. Sehr schön. Dann ein Set, das musste ich unbedingt haben. Ach, wenn das nicht schön ist, ihr wisst, ich und Tiere und gerade so ein schöner Hirsch, wunderschön. Hier oben hat man noch Eicheln, eine Reihe, hat man Frohes Fest, Fröhliche Weihnachtstage und die Schriften sind wieder so klasse. Ein kleiner Weihnachtsgruß, fröhliche Weihnachten, kuschelige Grüße, frohe Weihnachten und schöne Weihnachtszeit. Ich finde es aber gut, dass hier verschiedene Schreibweisen von frohe Weihnachten drin sind, ne? Je nach Projekt braucht man ja manchmal eine andere Schriftart. Also kommt mir ja auch ganz oft unter, dass ich was gebastelt habe und mir dann Schriften hinlege und merke, die würde gar nicht so passen wie die. Also ich finde das gut, dass es hier Variationen gibt. Und dann habt ihr hier halt zweimal einen wunderschönen Hirsch. Hier einmal mit Blümchen noch und einmal den Kopf. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Nennt sich kuschelige Grüße. Klasse. Und ein Set. Da kommt man nicht drum rum, würde ich sagen. Also zu jeder Weihnachtszeit bzw. Winterzeit. Schneeflocken. Einfach nur ein Set mit Schneeflocken. Finde ich klasse, braucht man immer. Also, ne, gerade embossed oder so sieht das ja wunderschön aus. Das nennt sich Eiskristalle. Also, das braucht man. Also, ist meine Meinung. Braucht man. Ich sage das zu vielen Sachen, aber das ist so Winterweihnachten. Das braucht man. Dieses. Dann zeige ich euch jetzt die Stanzen, die ich mit euch machen möchte. Auch wieder eine Weihnachtskugel. Bei den anderen, die wollte ich euch ja eigentlich auch noch zeigen. Das machen wir dann noch. Machen wir in einem anderen Video. Heute machen wir die zusammen, weil da würde mich mal interessieren, wie das mit diesen Knubbeln hier ist, mit diesen Kreisen. Die werden hier wahrscheinlich mit reingesetzt und dann wahrscheinlich noch diese Sterne mit drauf. Da muss ich mir dann mal überlegen, was ich wie ausstanze. Also aus welchen Farbkarton ich das quasi ausstanze, in welchen Farben, das wollte ich sagen. Ich hatte schon die Überlegung so mit Weiß-Gold. Aber was da weiß wird und was Gold, das weiß ich leider noch nicht. Das nennt sich Weihnachtskugel Bubble. Ihr findet selbstverständlich auch wieder mehr unter den Neuheiten. Ich kann euch natürlich wieder nicht alles zeigen. Da gibt es wieder so einiges zu entdecken. Und die andere Stanze, hatte ich ja schon gesagt, eine schöne Verpackung. Ich sage ja, man kann sich es ungefähr vorstellen und ihr seht, es ist auch nicht schwer, nicht leicht, wollte ich gerade sagen, ist auch nicht schwer zusammenzusetzen, weil das wird einfach zweimal ausgestanzt und zusammengeklebt, ja. Aber mich würde halt interessieren, wie das dann aussieht und wie viel quasi reinpasst. Und ich denke, das interessiert euch auch dann am meisten, wie viel dann meistens reinpasst. Box mit Griff heißt das. Genau, das machen wir dann gleich zusammen. Sehr schön. Da suche ich mir dann gleich noch schönes Designerpapier aus. Da kann ich mir die wegstellen. Hab dann schon mal was für Weihnachten oder für Nikolaus. So, dann haben wir hier Designerpapier. Moment, einmal kurz knistern. Dass wir einmal die Schnucke wieder haben. Hoppala.
Hier haben wir einmal ein wunderschönes Grün mit, ihr seht es vielleicht, weißem Raster. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das nennt sich Basic Eukalyptus. Ich gucke mal, ob auf der Rückseite was ist. Ja, auf der Rückseite ist so ein helles Grün. Ja, so ganz normal helles Grün, aber ein schönes helles Grün. Das ist die Rückseite. Dann haben wir einmal Winterbeeren. Als Verpackung auch sehr, sehr schön. Daraus könnten wir jetzt eigentlich gleich diese Kiste machen. Diese, wie heißt sie? Box mit Griff. Das wäre doch schick. Wäre sehr edel, ne? Dann vielleicht ein Anhängerchen draußen dran mit Gold. Das würde schön aussehen. Und dann habe ich noch dieses hier. Das nennt sich zartes Wintergrau. Das ist ein schöner, heller Grauton mit verschiedenen Gräsern drauf. Ja, sehr schön. Ich glaube, da gab es noch mehr Designerpapier. Müsst ihr mal gucken. Kann auch sein, dass wieder was Niedliches mit dabei ist. Bei dem Niedlichen bin ich ein bisschen raus. In 2 Wochen nicht. Da habe ich dann auch noch was für euch. Aber manchmal überkommt es mich dann doch. Aber ihr wisst, so mit Niedlichen habe ich es gar nicht so. Obwohl es schön ist, aber ich habe es halt nicht mit dem Ausmalen. Wisst ihr. Hier haben wir einmal noch das Bundle. Und zwar Weihnachtssprüche 1. Also wieder Stempelchen und Stanzen zusammen. Gucken wir mal rein. Hier haben wir wieder die Stanzen dazu und hier die schönen Sprüche. Guckt, auch das wieder wunderschön geschrieben. Frohe Weihnachten, Weihnachtszauber, besinnliche Zeit, Weihnachten to go, vom Christkind und himmlische Festtage. Und das könnt ihr euch dann wieder super ausstanzen. Sehr schön. Gefällt mir auch sehr gut. Nennt sich Weihnachtssprüche 1, genau. Ich glaube, da Weihnachtssprüche 2 hatten wir letzte Woche. Kann das sein? Das kommt mir so bekannt vor, als hätte ich das gerade irgendwo eingetippt. Ich glaube schon. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, ihr Lieben, das waren die Neuheiten. Wie gesagt, es gibt noch mehr. Schaut bei den Neuheiten vorbei. Und jetzt werden wir uns diese Kiste mal zusammenbasteln. Das heißt, ich nehme mir jetzt wirklich dieses wunderschöne Designerpapier hier. Schnappe mir die Box, dann schnappe ich mir auch gleich noch diese Kugel und da werde ich dann halt auch gleich überlegen, wie ich diese mit ausstanze. So, ich fange mal an mit der Kugel. Ihr seht schon, ich habe doch nicht Weiß-Gold genommen, sondern Weiß-Silber und habe die große, also die Kugel an sich, habe ich in so einem groben Silber gestanzt. Dann diese runden Plättchen hier. Einfach in Weiß, wie ich das hätte auch in Gold gemacht. Und die Sterne in einem Metallic-Silber und auch oben diese Aufnahme. Und die Schnur habe ich jetzt mal weggelassen, da würde ich wahrscheinlich Nylongarn oder so verwenden. Kommt ganz auf das Projekt drauf an. Aber das habe ich jetzt mal weggelassen. Und die kann man sich aber auch super mit in die Wohnung hängen, finde ich, so als Deko. Muss man ja nicht für irgendwelche Sachen nutzen, Karten oder Verpackungen, sondern das kann man sich ja wirklich irgendwo mit hinhängen. So, das sind einmal diese Plättchen, die müsst ihr natürlich nicht mit drauf geben. Ich fand an sich gerade das schon sehr schön, aber ich wollte jetzt alles nutzen, was dabei ist. Ich gebe jetzt hier mal überall einen Punkt drauf. Bräuchte fast eine Pinzette. Habe ich immer noch nicht. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich damit umgehen kann, weil ich hier wirklich viel mit den Händen mache. Wenn ihr es knistern hört, die Schnuggi ist mal wieder da. Irgendwas sucht er. Ja, dann die Sterne hier rein. Und dann oben noch die Aufnahme. Beziehungsweise das Köpfchen. Gibt es bestimmt auch einen Namen für. So. Ist bestimmt nicht gerade, aber das macht er jetzt nichts, ne? Und jetzt hier oben noch das Schniepelchen. Und dann haben wir schon unsere Kugel fertig. Die wird, denke ich mal, so mit drauf kommen. Sehr schön. Gefällt mir gut, gefällt mir wirklich sehr gut. Hier oben habt ihr wirklich gleich ein Loch, wo ihr das mit anhängen könnt. Ja, ihr könnt aber auch, wie gesagt, hier einmal
diese Schnur mit Ausstanzen und Nutzen. Ich werde dann hier einfach wirklich Nylongarn mit dran binden oder je nachdem ein anderes Garn und kann mir das jetzt so irgendwo mit hinhängen. Finde ich schick. Finde ich wirklich schön. Okay, das Weiß hätte ich jetzt vielleicht doch nochmal umgeändert, aber da kann man sich so viele Variationen draus gestalten. Sehr schön. Finde ich toll. Gefällt mir wirklich gut. So, einmal diese. Die schiebe ich mal beiseite. Die Schnuggi. Das Papier, was ich vorhin runtergeschmissen habe, da krabbelt er gerade rein. Sehr schön. Jetzt die Verpackung. Wie gesagt, zweimal ausstanzen. Dann einfach mal die ganzen Falzlinien einmal durchfalten. Hier oben auch. Der Griff ist sehr schön. Gefällt mir schon mal gut. Das Papier ist auch sehr schick. Passt gut zu der Verpackung. Hier unten sind bestimmt die Böden, die Klebelaschen. So, das Ganze hier nochmal. Und dann müssen wir das ja nur an den beiden Klebelaschen an den Seiten festkleben und halt unten den Boden. Und dann haben wir ja schon unsere Verpackung. So, ich lege mir das jetzt mal hier so hin. Gebe jetzt hier Kleber drauf. So. Leg das jetzt hier mit dran. Gucken, dass es schön bündig ist, oben und unten. So, das passt hoffentlich. Und dann müssten wir es ja eigentlich nur zusammenklappen und hier auch die Klebelasche ankleben. Also hier ein bisschen Kleber. Hoppala. Einmal umklappen. Sehr schön, das klappt gut. Aber mir dauert es wieder ein bisschen länger, ihr kennt das ja. Und dann den Boden. Da müssen wir einfach nur links, rechts und oben und unten. Da gibt es keine Anleitung für, wie das gemacht wird. Kann ja mal gucken. Nee, eigentlich nicht. Ist eigentlich wurscht. Also ich gebe wieder hier ein bisschen drauf. Mache das zusammen. Dann mal hier ein bisschen und hier ein bisschen. So. Gucken, dass das schön gerade ist. Und dass ihr ein schönes Viereck habt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das schiebt sich ja doch ein bisschen, weil die Box ja doch ein bisschen schief ist vorne. Aber das geht schon. So. Ich stelle wieder meinen Kleber rein. Ich drücke das hier einmal auf. Einmal Kleber reingeschmissen. So, das hat ein bisschen gedauert. Mein Kleber braucht heute ein bisschen länger, macht aber nichts. Und guckt mal, wie schön die ist. Die ist ja klasse. Also falls ihr ein Geschenk habt, was ein bisschen größer ist, also zum Beispiel, das habe ich jetzt hier neben mir liegen, ist zwar ein bisschen zu groß, okay, aber solche Handcremes würden zum Beispiel gut reinpassen, ne, weil die ja oben so spitz zuläufig ist. Oder, oh ja, gut, da gibt es viele, viele Sachen, was da reinpassen. Also ihr seht, hier unten ist ein bisschen mehr Platz, oben ein bisschen weniger. Da gibt es wirklich eine ganze Menge, was da reinpasst. Dann habt ihr oben den schönen Griff. Das ist wirklich klasse und das schließt von alleine. Ne? Also das ist zu. Man sieht nicht, was drin ist. Das gefällt mir wirklich gut. Bei manchen Sachen muss man ja oben erst noch ein bisschen, ja, irgendwie Kleber ranmachen oder einen Magneten oder eine Klammer, damit man nicht reingucken kann. Aber hier, das kann man so hinstellen und das Ding ist zu. Klasse. Mag ich ja sowas. Sehr schön. Und jetzt kann man das Ganze natürlich verzieren. Hier zum Beispiel mit meiner schönen Kugel. Kann man jetzt hier ein Band dranhängen. Macht vielleicht noch ein Etikett mit dran, für wen das Ganze ist. Macht noch ein schönes dickes Schleifchen mit dran. Und schon hat man ein Geschenk. Das finde ich ja richtig toll. Ihr wisst, für solche schnellen Sachen, da freue ich mich ja immer sehr. Mein Kleber passt auch rein. Okay, der ist nicht spitz zuläufig. Da könnte man dann reingucken. Aber selbst das, ne, wenn ihr was anderes habt, was nicht spitz zuläufig ist, dann könnte man ja oben, ja, Papier reinpacken. Dieses Knüllpapier zum Beispiel, was ja immer in den Kisten von den Mädels drin ist. Das kann man sich ja aufbewahren und dann hier oben mit reinstopfen. Und schon sieht man nicht mehr, was da drin ist. Das ist natürlich auch möglich, praktisch. Ja. Und die werde ich mir jetzt wirklich beiseite stellen. Das nehme ich dann für die Nachbarin wahrscheinlich wieder für Nikolausi, was ich vor die Tür stellen kann.
und verziehe die dann noch schön. Wahrscheinlich hier, das noch gleich kommt. Das packe ich hier mit rein. So, dass ich das dann dafür verwenden kann. Sehr schön. Und das stelle ich mir beiseite. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Stöbern. Auch ganz viel Spaß beim Basteln natürlich. Und ich bin wieder gespannt, was euch am besten gefallen hat von den Sachen. Und morgen werden wir dann ein schönes Kärtchen basteln, denke ich mal. Entweder mit den Schneeflöckchen oder mit diesem wunderschönen Hirsch. Also davon wird definitiv was genommen werden. Meine Güte, schlimmer Satz, ihr Lieben. Die Worte sind verbraucht für heute. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis morgen. Tschüss.